Ja, wirklich, also unter uns gesagt, ein Schwiegermutter langt ja auch. Was so richtig Schwiegermutter ist, die babbelt dem Teufel das Ohr weg. Mein jedenfalls hat so viel gebabbelt, dass sie eines Tages ein großes Warz auf der Oberlip gehabt hat. Sie ging dort zu unserem Hausarzt, dem Dr. Lochschneider, und der hat gesagt, ach, das ist gar nicht so schlimm, lieb Frage, die Warz lassen wir auf der Oberlip. Ich schneide ihnen einfach ein Knopfloch in die Unterlip, da kneppen sie das Maul zu, da haben sie den ganzen Winter über einen schönen warmen Hals. Ja, und jetzt, glaube ich, müsste ich Ihnen wieder mal ein Blitzgedicht zumuten vom Setsche, das in der Schule die Ermahnung des Lehrers falsch aufgefasst hat. Die Kinder sitzen still und brav, hören auf des Lehrers Worte, wie mal aus einem weißen Schaf ein schwarzes ist geworden. Solang's nur brave Kinder gibt, tut auch die Sonne nur scheine. Der Lehrer sprach's, der Setsche hört's und fängt gleich an zu weinen. Mein Engelskind, was hast du dann? Da schluchzt der Stäube Esje. Während da draußen scheint die Sonne, regnet's bei mir im Häschen.